bei der Arti und bei mir entwickelt sich langsam so etwas wie eine gewisse Hassliebe. Hassen tue ich sie, wenn ich sie gegen sie spiele oder wenn ich selber drin sitzen muss. Lieben tue ich sie, wenn ich sie kommentieren darf. Weil ich muss sagen, zum Kommentieren ist die Klasse sensationell amüsant, weil es einfach teilweise solche Hits gibt, wo man sich denkt, oh mein Gott. Ja, und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid mit dem GW Tiger, Jolie 1982 und der Karte Klippe. Erstmal muss man natürlich etwas Zeit überbrücken, weil die Arti hier zu sehen, wunderschönes Gerät. Ja, einfach ein Panzer ist, der dementsprechend Vorlauf braucht, bis er seine Position hat. Wobei, das geht hier heute sehr schnell. Er hat hier schnell den Busch entdeckt, für den er sich hier entscheiden wird. Und da aimt er jetzt auch schon mal direkt auf den Hügel ein. Das ist ja natürlich so die Position, wo man als Arti-Spieler zuerst hinschießt. Ne, das wird nix. Aimt jetzt hier auf den Hügel. Das Schuss ist raus. Jo. Und 844 gab es da gleich mal direkt zum Besuch für die Badget. Da der nächste, aber auf die kommt er nicht wirklich. Vielleicht eben, wenn hier oben einer hochfährt, aber auch das ist nicht der Fall. Das heißt, er bleibt hier eben erstmal wieder drüben und da wird er auf jeden Fall ein paar schöne Ziele gleich haben, sobald die nächste Granate wieder geladen ist. Ist jetzt der Fall. T54 ist da so ein bisschen im Movement. Jetzt ist der Schuss raus. Oh! Zündet ihn an und der automatische Feuerlöscher verhindert als einziges, dass hier der erste Kill zustande kommt. Auf den ES3 kommt er jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich sag's eigentlich in jedem Arti-Replay, aber auch hier ist es wieder gesagt, diese Ansicht, die ihr jetzt seht, das ist eine Modifikation, die heißt Battle Assistant. Die gibt's in verschiedensten Modpacks zum Runterladen. Jetzt sehen wir aber den ersten Kill von ihm. Pershing Tschüssikowski gibt's in jedem Modpack. In der Regel liegt die Assistant dann auf der Taste G wie Gustav belegt. Ist keine verbotene Modifikation, ganz im Gegenteil, die wurde sogar von Wargaming prämiert in Russland. Also dementsprechend jeder, der daran Interesse hat, in dem Modpack findbar. Und dementsprechend, denke ich, haben wir das Thema auch mal wieder geklärt. E75 steht hier wunderschön breitseitig, aber leider ist der jetzt gerade zu, weil der wäre natürlich das Ziel der Ziele gerade gewesen. Geht auch nicht mehr auf, da gibt es keinen, der spottet. Und jetzt aimt er hier. Ne, der FV, der ist erstmal, der fährt sich selbst aus dem Spiel. Oh, da ist der E75 wieder. Komm, Junge, aim ein, aim ein, aim ein. Der E75 weiß gar nicht, was auf ihn zukommt, dass die Arti ihn so im Fokus hat. Ja, und jetzt kann man den Schuss mal rauspfeffern. Und da landet dann 934 und. Der E75 hat sich lange sicher gefühlt, aber ich glaube, das tut er jetzt nicht mehr. Und er behält ihn weiter hier im Blick. 25 Sekunden noch die Nachladezeit, aber dann würde er den definitiv gerne nochmal penetrieren. Der Action X, auf den kommt er nicht. Der ist hinter dem Stein. Keine Chance, da zu wirken. Und hier unten, da vielleicht sollte er da jetzt wirklich einen Fokus drauf haben, weil die Jungs, die kommen ihm hier als erstes mal in die Nähe und werden sehr unbequem am Ende des Tages. Ja, Ehrenhundert dürfte weg sein. Ja. Der ist schon mal ganz schön sachlich rausgenommen worden. Wie ein Chirurg hat er das gemacht in etwa. So. Der IS-3, der würde sich eigentlich auch schon für einen Schuss anmelden, aber natürlich das Thema Nachladezeit, da muss man erst immer mal entspannt drauf warten, bis das wieder soweit durch ist.
Der Löwe müsste nur ein Stück weiter vorkommen. Dann könnte es schon für den auch deutlich schwieriger werden, aber durch den Hit ist das gerade eher unwahrscheinlich, ganz im Gegenteil. Der wurde wahrscheinlich sogar. Oh, nein! Oh, guter Hit! Ja, und jetzt lässt sich der Grille nicht lange bitten und nimmt den da raus. Ach, der Charity. Was sind denn da für schöne Ziele teilweise hier vorhanden? Das ist ja wirklich unglaublich. Da drüben fällt gerade der Baum und vielleicht hier den IS-3 da unterstützen. Jetzt muss man natürlich sagen, der E-75 kuschelt hier jetzt mit dem IS-3. So, jetzt ist aber der IS-3 sowieso weg. Das heißt, Thema ist durch. So. Der Skorpion hat gerade verschossen. Der wird jetzt dem. Der. Oh, der wird wahrscheinlich. Ja, der ist tot. Gut. Das hat sich erledigt. T-34 und Charioteer, die sind noch rappelvoll. Oh, der steht perfekt. Ja, und auch der 924. Super seitlich konnte er da reinhalten. Und der hat auch einfach viel zu lange gestanden, ohne dass er da irgendwie fahrerische Gegenwehr geleistet hat. Und die Grille natürlich lässt sich da auch hier nicht lange bitten, nimmt auch den raus. Grille ist hier so der Vollstrecker in der Runde, kann man schon fast sagen. Da der Centurion. Der fährt jetzt Richtung Grille. Na? Ja, jetzt bleibt er stehen. Das war nicht clever. Also er macht hier einen fantastischen Job in seiner Arti. Kann man nicht anders sagen. Charioteer gegen drei TDs und der CDC, der sogar auch noch hier im Spiel wäre. Fahrt jetzt hier auf die Grille drauf. Nimmt die Grille sogar raus. Und da jetzt der AMX. Aber auf der erhöhten Position dürfte sich der Charioteer nicht wirklich einen großen Gefallen gemacht haben. Nein, der kettet einen nur. Aber die Kette sollte doch. Was macht denn der CDC? Wo ist denn der eigentlich? Der musste doch die ganze Zeit auf den Charioteer wirken können. Was ist denn da los? Das würde mich ja jetzt schon mal interessieren. Was der CDC da macht. Scheint AFK zu sein. Das ist natürlich doof. Na gut, dann schauen wir mal, ob es jetzt hier noch ein Artikel wird oder ob der Jagdtiger da nochmal zuschlagen wird. Also auf jeden Fall bleibt der Charioteer da in Bewegung. Der weiß natürlich ganz genau, was ihm hier blühen könnte durch die Arti. Der ist auch verdammt schnell. Ei, da geht er drüber, der Schuss. Schade, schade. Sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, CDC scheint wirklich AFK zu sein. Das macht es hier für die Runde nicht leichter. Eigentlich wäre die Runde schon locker durch gewesen. CDC kurz Charioteer killen und dann ist die Arti raus. Fertig, aus die Maus. Aber hier, der Jagdtiger ist noch sehr voll. Der hat noch gut viel Struktur, aber eben nicht so, dass man sagt, das ist jetzt gerade ein Selbstläufer. Weil einmal an die Seite gekommen vom Jagdtiger, ist das Thema dann auch schon durch für den. Auf den Charioteer kommt er jetzt nicht drauf. Aber der Jagdtiger, der kommt drauf. Sehr gut. Ja, und jetzt fehlt nur noch die Arti. So,
Muss ja nur noch aufgehen. Wohin zielt er denn gerade? Das wäre ein bisschen sehr optimistisch, wenn sie da jetzt auftaucht. Er braucht jetzt natürlich als Spotter seinen Jagdtiger, dass er erstmal drauf wirken kann. Aber bisher 3 Kills und 6300 Schaden, also da muss man sagen, das lief sehr ordentlich und auch immer die Höhe, muss ich sagen. Also so immer knapp unter 1000, sehr, sehr lobenswert. So, komm schon, geh auf. Na, der Jagdjäger braucht noch ein bisschen, bis er da auch ist, um da wirken zu können. Na? Komm, Jagdtiger, du bist ja leider auch nicht der Schnellste. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Bis der mal irgendwo ankommt. Dauer. Oh, da ist die Arti. Ja, Heidewitzka, was macht denn die da ja jetzt? Okay, damit hat jetzt keiner gerechnet. Beide Artis verschießen. Also jetzt wird es damit nochmal deutlich spannender als eigentlich notwendig, um ehrlich zu sein. Damit hätte ich ja nie gerechnet, dass die Arti jetzt hier auftaucht. Dass die hier durch die Gegend fährt. Ich dachte, die wartet erstmal ganz, ganz locker, bis der Jagdtiger irgendwo auftaucht. Aber natürlich, im Geschwindigkeitsvergleich ist der Gebi-Tiger jetzt hier nicht keine Rennsemmel. Ziel erfasst. Wir haben das Ziel verloren. So, die ist auch schon um die Ecke. Fährt jetzt da vielleicht dem Jagdtiger direkt in die Arme. Das wäre sehr schön. Würde auch die Zeit so ein bisschen sparen. Komm, Jagdtiger. Nimm sie raus. Die Rennmaus. Da ist sie. Ja, und Jagdtiger finalisiert das Ganze und dementsprechend bleibt es bei den 6300 Schaden. Schöne Runde. Arti at its best, würde ich mal wieder sagen. Und auch dann noch eine deutsche. Wie kann es denn schöner laufen? Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.